alle haben aktualisierte Trainingspläne, sind ständig im Kontakt über Skype mit dem Athletiktrainer, mit dem Cheftrainer, mit dem Co-Trainer. Jeder bringt sich da ein, auch mit unseren Medizinern. Und von daher sind sie alle sehr, sehr fleißig, ziehen ihre Übungen durch. Auch denen fällt natürlich die Decke auf den Kopf, aber es funktioniert gut. Ja, wir befinden uns natürlich sportlich wie wirtschaftlich in einer sehr herausfordernden Situation gerade. Da sind wir im Fußball natürlich nicht alleine. Unsere Gesellschaft, gerade die Wirtschaft, steht nahezu still. Es betrifft Restaurants, den Handel, aber auch viele andere Bereiche des öffentlichen Lebens. Und an der Stelle einmal mehr einen herzlichen Dank an alle diejenigen, die unsere Gesellschaft, unser Leben am Laufen erhalten. Die Menschen im Gesundheitswesen leisten einen unglaublich wichtigen Beitrag in diesen Zeiten. Aber auch Unternehmen wie beispielsweise die Infra Fürth, die den öffentlichen Personennahverkehr und die Versorgung der Fürther Bürger am Laufen erhält, leisten hier große Beiträge. Und dafür gilt es einfach, Danke zu sagen. Ich glaube schon, dass auch jedem bewusst ist, dass wir nur als gemeinsame oder als Gemeinschaft letztlich auch diese schwierige Situation auch überstehen können. Jeder hat, klar, in jedem Bundesland sind auch verschiedene Verordnungen. Von daher versuchen wir trotzdem einfach als Fußball ein einheitliches Bild abzugeben. Ich glaube, das ist uns bisher sehr, sehr gut gelungen. Aber das wird letztlich auch die Maßgabe sein, um dann auch irgendwann wieder Fußball spielen zu können. Ich glaube, in erster Linie ging es erstmal darum, die aktuelle Situation bis zum 30.06. oder vielleicht auch darüber hinaus zu bewerten und letztlich Szenarien abzubilden. Im sportlichen Bereich ist das momentan sehr, sehr schwierig, weil du trainierst ja immer auf ein Ziel hinaus. Wenn du in der Sommervorbereitung oder Wintervorbereitung bist, dann trainierst du auf diesen Tag X, dass du spielen kannst. Das ist jetzt momentan noch sehr ungewiss. Von daher versuchen wir natürlich einmal zu versuchen, dass wir unsere Physis in Form halten, aber gleichzeitig bedarf es natürlich irgendwann mal auch einen Tag, wo man darauf hinarbeiten kann. Und das ist momentan schwierig, aber die Jungs sind sehr motiviert und wir werden das hinkriegen. Ja, in unseren Büros sieht es letztendlich genauso aus wie am Trainingszentrum. Alle Mitarbeiter, die können arbeiten von zu Hause. Homeoffice ist angesagt. Es geht darum, dass wir uns unserer Verantwortung stellen, dass wir für Fürth und für die Spielvereinigung Greuther Fürth eine Perspektive erhalten. Dazu benötigt es die Beteiligung aller Bereiche, ob das Mannschaft, Trainerteam, Geschäftsleitung, aber auch der Mitarbeiter ist. Und wenn dafür Maßnahmen wie Kurzarbeit oder Gehaltsverzicht notwendig sind, dann bekommen wir hier sehr, sehr große Bereitschaft von unseren Mitarbeitern, aber auch aus dem Trainer- und Mannschaftsbereich. Und das zeigt einmal mehr, dass gerade in diesen schwierigen Zeiten die Spielvereinigung und die Menschen funktionieren und bereit sind, ihren Teil beizutragen. Gar keine Frage. Also vom Trainerteam, vom Funktionsteam, von der Mannschaft gab es überhaupt kein großes Überlegen. Natürlich musste jeder Einzelne dann auch kontaktiert werden. Das hat dann der Mannschaftsrat übernommen. Aber man hat auch direkt das Gefühl gehabt, dass jeder verstanden hat, um was es geht. Dass jeder auch seinen Teil dazu beitragen möchte, dass wir bei der Spielvereinigung einfach auch mit einem blauen Auge davonkommen. Und nur darüber können wir auch sprechen, ne? dass wir mit einem blauen Auge davonkommen, dass uns das natürlich auch wehtun wird alle. Aber wie gesagt, das betrifft ja jeden. Das betrifft ja nicht nur uns Fußballer, das betrifft alle Unternehmen, die Gastronomie, die Hotellerie. Jeder ist davon betroffen und deswegen gilt das für uns auch. Gerade das Ordnungsamt in Fürth, hier allen voran, ich darf ihn, denke ich, namentlich erwähnen, Matthias Kreidinger, ist uns eine sehr, sehr große Hilfe, steht uns mit Rat und Tat zur Seite, weil gerade die Verfügungen, die erlassen wurden, stellen uns natürlich doch vor eine große Herausforderung. Aber auch Gremien, also Mitglieder des Aufsichtsrates oder große Partner stehen uns mit Rat und Tat zur Seite, haben gute Hinweise und unterstützen, nicht nur mit Ratschlägen, sondern auch im operativen Geschäft. Auch wenn es natürlich noch relativ ungewiss ist, wie es weitergeht, vor allen Dingen, wie es auch in der neuen Saison weitergeht, werden wir trotzdem, als Spielvereinigung sind wir sehr, sehr kreativ, schon immer kreativ gewesen und wir werden uns schon auch Dinge einfallen lassen, die für unseren Verein dann auch gut sind und auch gut funktionieren werden. Da bin ich eigentlich guter Dinge, zumal wir auch sagen müssen, dass
unser Kader ja im Großen und Ganzen eigentlich fast zusammenbleibt. Nur wenige auslaufende Verträge, nur wenig Optionen, wo wir aber dann auch entscheiden können, ob wir weitermachen können. Und das ist natürlich auch ein Stück weit abhängig davon, wie sind unsere Szenarien, die wir aufstellen müssen.